Hallo und leg auf aus Seifen. Die Katrin ist wieder da. Und die Katrin hatte im letzten Jahr schon mit mir gesprochen. Ja. Und sie möchte es gern glitzern lassen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und durch Zufall war ja zwischen Weihnachten und Silvester bei uns in der Firma schon der Engel. Das wird bestimmt hier oben eingeblendet, kann doch nochmal nachschauen. Und der Engel hat ja uns in der Firma Feenstaub versprüht. Und eines der ersten Produkte, die wir mit Feenstaub herstellen, ganz neu, ganz schick, ist dieser Stufenbaum, den die Katrin als allererste wirklich außerhalb von unserer Firma als allererste Außenstehende zum ersten Mal zu sehen bekommt. Schön. Schön, schön, schön. Ist es dir genug Glitzer? Nein. Typisch Frau, nein. Du möchtest mehr Glitzer? Mehr Glitzer. Mehr Glitzer. Können wir gerne machen. Mhm. Wir fangen aber erstmal an, den Stufenbaum richtig fertig zu machen. Der ist ja noch nicht fertig. Es werden die Kerzen. Ja, genau. Also, du kennst diese Art, ne? Ja, die habe ich auf meinem Schwibbuch. Das, meinem das schönen, sehr guten, gut. Alten Seifner. Also, um es zu erklären, das sind Lumix-Kerzen. Die Lumix-Kerzen gibt es dann zu diesem Baum dazu, in diesen Verpackungen. Mhm. 20 Stück. In diese Lumix-Kerzen kommt die Energie hinein. So. Das bringt Licht. Und dann bestücken wir das mal. Oh, die sind sogar magnetisch. Ja, die sind Magnete unten dran. Schön. Damit das schön hält. Richtig. Spitze. So. Das haben wir noch. Bitte schön. Ja. Der von vorne gesehen wird. Wir haben genug, wir haben für alles. Ja. Wenn wir das machen, machen wir das richtig. Fantastisch. So. Halten die auch schön durch die Magnete. Sehr richtig. Schön. Da bleiben die gerade stehen. Ja. Sehr schön. Genau. Richte das schön ein, dass es immer schön steht. Mhm. Bitte schön. So. Und jetzt haben wir hier noch mehr. Machst du noch ein paar raus? Ja. Natürlich. Bitte schön. Gehen die von alleine an oder ist das nicht so schön? Ja, mit haben wir den. Das ist sehr schön. Wenn sehr wir das schön. Richtig bestückt haben, dann machen wir das. Richtig. Der René hat gerade genießt. Gesundheit, René. Gesundheit. Hier ist eine Übung, das ist die Ersatzkatze. Ja, hier fehlt noch. Ach ja, hier fehlt noch. So. So, hier haben wir eine Fernbedienung, da machen wir erstmal alle aus. Hm. So, und mit dieser Fernbedienung kann man dann alle anmachen. Sind alle an? Sind alle an. Sind alle an. Und so erstrahlt dann der große Stufenbaum, der 85 cm hoch ist. Mhm. Und da ist auch immer noch nicht fertig. Hm, was fehlt noch? Hier sind Haken. Können, ja. Können wir noch Glukonen dranhängen? Ja, oder irgendwas? Ja. Wir vergolden. Oh, noch schön. Oh, goldene Kulan. Sehr schön. Also doch genug Glitzer, fast bald. Ja. Ist fast so ein Gefühl wie Weihnachtsbaum schmücken. Ach, es ist wie? Ja, es ist ja so lange, ist es ja nicht mehr hin, ne? Nee, es dauert gar nicht lange. Nein, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir wieder Weihnachten. Gott sei Dank, dann. Wir haben ja jetzt diese Woche auch den großen Stufenbaum abgebaut vom Sternemarkt. Ach so, der ist schon weg. Und ja, und beim Abbau haben wir festgestellt, dass wir nur noch 7 Monate warten müssen. Und schon bauen wir den wieder auf. Also so ganz... Ich hab wieder Bäume. Also hier, bei mir. Gut, siehst du? Schick. Ach doch, so ist es schön. So, und jetzt ist der große Stufenbaum mit Feenstaub schön. Wirklich fertig.
Sehr schön. Doch, das ist schön. Sieht toll aus. Das richtig Besondere ist ja noch, den kann man wieder gar nicht einfach so kaufen. Sondern den gibt es wieder nur auf Vorbestellung. Schön. Der wird nummeriert. Er wird auch beschriftet, also jeder kann auch wählen, also wenn du den möchtest, für welchen Namen du drauf haben möchtest. Ah, ich kann er wird unterschrieben und er wird auch speziell gefertigt. Also das ist so eine Mühe, dass wir den nicht in großen Dimensionen wieder machen können, dass wir den nicht in, ja, nicht zu Hunderten herstellen können, sondern es sind wirklich individuelle Stücke, die bei jedem zu Hause stehen können. Und das ist auch so eine Art Ersatz. Wer mal kein Schiebbuch im Fenster stellen möchte, ist es auch möglich, so einen hinzustellen oder in die Mitte. Oder wer keinen Platz hat für einen großen Weihnachtsbaum, sondern so eine schöne kleine Ecke hat, dann sieht der bestimmt toll aus drin. Wo würdest du den denn hinstellen bei dir? Bei mir, ganz ehrlich, auf mein Sideboard unten und dann daneben meine kleinen Wichtel von dir. Siehst du? Die würden wunderschön hier runterpassen. Ja, genau. Und die kleinen Zwerge und den kleinen Weihnachtsmann, das würde schön passen. Und dann daneben den Fernseher, das würde doch würde hinpassen. Ich glaube, ich kriege Ärger zu Hause, wenn ich jetzt noch sage, es gibt das nächste Exemplar. Ich habe mir schon den kleinen. Wir sagen das gar niemandem. Stimmt, ich komme einfach wieder heimlich. Und alle, die zuschauen. Psst. Ich mache es wieder heimlich. Genau. Heimlich zu machen macht immer Sinn. Ja. Also das ist unser allerneuestes Produkt, was wir noch nie vorgestellt haben. Also noch niemand. Die erste du bist die allererste. Die allererste. Oh, schön. Prima. Ja, der gefällt mir richtig gut. Das auch mit den Kerzen, dass die so schön gerade stehen gleich. Und das. Es war also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, es war schon eine längere Entwicklungsphase zwischen Weihnachten und Silvester, um das genau hinzukriegen, auch die Anzahl der Teile hinzubekommen, um die Höhe der Planken auszurechnen. Es war etliche Probe, notwendig, um das hinzubekommen. Und natürlich auch den Feenstab. Aber der Engel war ja extra da und hat dir welchen da gelassen. Dann müssen wir den nochmal bestellen, wenn du noch welchen brauchst. Zum Glück war der Engel da. Zum Gott sei Dank, Zum Glück war der Engel da und konnte mir auch die richtige Mischung des Feenstaubes geben, so dass es dann auch wirklich glitzert. Und da glitzert ja tatsächlich in Gold und in Blau. Na, ein bisschen rot hätte ich noch fast. Rosa-rot, so ein bisschen. Genau. So. Sehr schön. Hat er gut gemacht, der Engel. Der Engel, ja, das ist ja der Penis von. Du hast den Rest toll gemacht und der Engel hat es natürlich. Ja, der Engel hat es natürlich. Also ohne den Engel ging gar nicht. Nein. Ja, also das ist jetzt die Variante. Die kann man wieder bestellen bei uns. Ja. Wer es möchte, einfach über unsere E-Mail-Adresse info@spielwarenmacher-günther.de schreiben. Und auch, also wer ihn verschenken möchte, viele haben ja bei dem kleinen Roberto Bäumchen verschenkt und untereinander mir mitgeteilt, für wen. Ja. Das kann man auch hier machen. Also hier kommt ein Zertifikat mit dran, ein gedrucktes Zertifikat mit dem Nummer. Unterschrift ist klar und auch mit dem Namen personifiziert. Und einfach alles rein in die E-Mail schicken. Einfach rein. Und hier ist auch klar, dieser Stufenbaum wird immer 345 € kosten. Also da gibt es auch keine Preisschwankungen. Das ist ein Einzelstücke, gibt es nicht im Handel, sondern gibt es nur so bei uns als Spielmacher Günther später mal im Laden zu bestellen oder am besten per E-Mail bei uns hier zu bestellen. Wenn Sie es sehen, einfach bestellen. Und der ist schön. Das ist richtig schön. Der ist richtig schön. Deine Augen glitzern ja auch schon. Doch, der ist schön. In diesem Sinne, lass mir die Katrin jetzt erstmal, wir schalten die Kameras jetzt aus, allein mit dem Glitzerbaum, dass sie sich erfreuen kann. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall viel Freude der Katrin und Ihnen beim Zuschauen. Und ich freue mich schon auf das nächste Video, wo die Katrin wieder mit dabei ist. Und wünsche Ihnen gutes Warten bei der Überbrückung der Zeit, wo Sie das nicht sehen können. Glück auf, ausseifen. Tschüss.